Sonnabend ist. Am Telefon begrüße ich Alexander aus Rostov am Don. Privet. Hallo, Privet. Folge ich russischen Medien, dann ist ja bei euch Aufregung. Alles festlich. Es ist Wahl. Es wird gewählt. In Russland. 3 Tage lang. Warum braucht ihr so viel Zeit zum Wählen? Na, wahrscheinlich, um womöglich mehr Menschen dort teilnehmen könnten. Aber ich persönlich werde dort nicht gehen. Ich habe keine Lust. Ich will so eine halbe Stunde meiner kostbaren Zeit mit diesen Spielen in der Demokratie nicht zu verschwenden. Weil, na, du weißt, alle Kandidaten außer Putin sind so blass wie möglich. Und ich mag keine Heuchelei, weder aus dem Westen noch aus Russland. Tatsächlich könnte es sinnvoll sein, zu stimmen. Vielleicht handelt es sich hier eher um ein Referendum über das Vertrauen in Putin. Also vielleicht bewerten Sie die tatsächliche Wahlbeteiligung an. Also stimme ich ab und bleibe zu Hause. Na, du verstehst. Das ist ganz interessant, weil ja auch in Deutschland die Wahlbeteiligung ein interessanter Faktor ist. Hier ist sie ja oftmals sehr, sehr niedrig. Ja, na, du weißt, wenn alle Kandidaten so blass sind, dann vielleicht können sie es bewerten, wie viele Menschen dorthin gehen. Je höher diese Anzahl ist, desto besser es für Putin ist, weil er ist nur der Einzige dort bekannte Mann. Und jetzt haben wir hier in Russland gute Woche. Jetzt ist es die Feste vor der Fastenzeit mit Karneval, dem Verbrennen vom Balg des Winters. Also es ist bestimmt eine aussterbende Tradition, aber viele Menschen backen Pfannkuchen dazu. Und ich werde lieber diese eine Stunde damit verbringen, diese Pfannkuchen zuzubereiten. Da freue ich mich sehr für dich und hoffe, dass die Pfannkuchen auch schmecken. Ja, du hast interessanterweise jetzt gerade ein, ich sag mal, Propagandanarrativ des Westens wiedergegeben. Die anderen Kandidaten außer Putin wären blass. Das steht so wörtlich heute in der Tagesschau. Also ich habe mir ja die auch mal angeschaut. Vorgestern hatten wir sie in der kleinen Audiodatei. Und einen fand ich zumindest sehr lustig, den von der kommunistischen Partei. Der hat ja so sinngemäß gesagt, wir haben den Kapitalismus probiert, aber es reicht. Aber wir haben auch Kommunismus probiert. Hat auch gereicht. Kommunismus für uns. Auf jeden Fall sehr gut. Und dann warten wir mal ab, wie hoch die Wahlbeteiligung ist. Du hast ja durchaus richtig gesagt, du magst die Heuchlerei im Westen nicht und bei euch auch. Und ich finde sowieso, dass wir in unseren Systemen uns mehr ähneln. Also je lauter wir schreien, desto mehr ähneln wir uns eigentlich. Ja, und vielleicht ist der Blick auf die Wahlbeteiligung das eigentlich Interessante. Wir werfen gleich noch einen Blick auf ein anderes Thema, was die letzten Wochen rauf und runter lief. Bei euch im russischen Fernsehen vor allem mit dem brisanten Inhalt, der fand bei uns hier in Deutschland so gut wie gar nicht statt. Bei uns hat man sich darüber aufgeregt, man wäre abgehört worden, was ja eigentlich die Aufgabe jedes Geheimdienstes ist. Wir reden gleich vom Telefonat, spielen aber bis dahin, wie wir es gewohnt sind, am Sonnabend etwas Musik. Ich habe Wladimir Wysotzki, den man natürlich kennen mag. Bis gleich! От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну цветы теребя. Мы толкаем ее сапогами от себя, от себя. Blockt
der Kanzler hier. Wenn man die Kontrolle haben will und es nur geht, wenn deutsche Soldaten beteiligt sind, ist das für mich ausgeschlossen. Gerne nochmal schnell ergänzen wegen der Brücke, weil wir die uns intensiv angeguckt haben. Und die Brücke ist leider aufgrund ihrer Größe wie ein Flugplatz. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich dafür 10 oder 20 Flugkörper brauche. Wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht gleich zu Beginn ein Zielkriterium formulieren. Man muss ja mal davon ausgehen, was die Ukrainer da mittlerweile sonst alles machen. Wir wissen ja auch, dass da viele Leute mit amerikanischen Akzent in Zivilklamotten rumlaufen. Ich kann nur sagen, die Erfahrung aus Patriot, ich weiß noch, was unsere eigenen Experten am Anfang für Zeitlinien aufgemalt haben. Und die haben das Ding in wenigen Wochen beherrscht und setzen es mittlerweile ein in einem Ausmaß, wo unsere Leute sagen, oh wow, das hätten wir gar nicht erwartet. Also die sind teilweise in einer Kriegsführung gerade unterwegs, die mehr Hightech ist wie unsere gute alte Luftwaffe. So, ein paar Höhepunkte aus dem mitgeschnittenen Gespräch haben wir jetzt schon gehört. Und bevor wir darüber reden, noch ganz schnell. Was meinst du eigentlich? Wird die Wahlbeteiligung hoch in Russland sein? Ich glaube ja, weil ich persönlich bekomme diese Einladungen von allen Quellen. Ich meine, es gibt in Russland so eine Analoge von Facebook, so Kontakt. Ich hatte dort eine Einladung von SMS und auch von Fernsehen, also überall. Sie machen also alles, um womöglich mehr Menschen dorthin zu lockern. Dann warten wir das Ergebnis ab. Nächste Woche können wir uns drüber unterhalten, da wissen wir mehr. Jetzt kommen wir erstmal zu einem anderen Thema. Wir haben gerade schon Ausschnitte gehört. Das geleakte Gespräch der Bundeswehrsoldaten. Wie ist das bei euch aufgenommen worden? Es war eigentlich wirklich eine Sensation. Und die Medien sprachen sehr viel darüber. Und also, wie war das alles? Am 1. März, dem Tag von Nawalnys Beerdigung, veröffentlichte Margot Simonyan, Margarita, von Russia Today, auf ihrem Telegram einen Beitrag, in dem sie so eine Sensation versprach. Und tatsächlich erschien zuerst eine russische Textübersetzung und dann die Aufnahme selbst mit diesem deutschen Armee-Militärgenerale. Und das war eine echte Sensation. Deutsche Generäle diskutierten über Taurus-Raketen sowie über die bequemste und beste Möglichkeit, die Krimbrücke zu bombardieren. Sie erwähnten auch, dass die Amerikaner und die Briten stark in den Konflikt verwickelt seien und ihre Soldaten wahrscheinlich auf dem Territorium der Ukraine stationiert seien. Ja, und das war ein Skandal und zwar ganz heftig. Und der deutsche Botschafter wurde in das russische Außenministerium einbestellt. Hier betonten die Medien, dass dies für die westlichen Verbündeten Deutschlands ein Reputationsschaden sei, da die Verbreitung solcher Informationen völlig unanständig und für die Verbündeten selbst gefährlich sei. An anderer Stelle betonten sie, dass da Deutschland keinen Krieg gegen Russland führe jetzt, die Deutschen generell tatsächlich einen Terroranschlag auf russischem Territorium planten und dass dies tatsächlich vom deutschen Strafverfolgungssystem bestraft werden müsse. Aber das wird natürlich nicht passieren. Diese Einschätzung war auch meine erste, da wir ja nicht offiziell in einem Kriegszustand miteinander sind, würde für mich Artikel 26 des Grundgesetzes greifen. Lass es mich an dieser Stelle mal dazwischen vorlesen. Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. Also wie du gerade gesagt hast, steht das hier auch drin, dass es da eigentlich auch für einen Richter keinen Verhandlungsspielraum ist, sondern dass hier eine Strafe, welche auch immer, zu stellen wäre.
Es gab auch einige Diskussionen bei uns in Deutschland bezogen auf den 2+4-Vertrag. Da steht Ähnliches ja auch drin, dass wir zum Frieden verpflichtet sind. Andere Diskussionen in Deutschland gingen ein bisschen in eine andere Richtung, auch bei alternativen Medien. Es wäre halt normal, dass Soldaten im Auftrag von irgendjemandem alles Mögliche durchspielen. Sehe ich nicht ganz so locker, dann müsste es ordentlich protokolliert sein, gerade auch bei so einem Gespräch, dass man halt jetzt an die Grenzen des Grundgesetzes geht. Also das müsste für mich schon klar herausgearbeitet sein. Drum fand ich dieses Gespräch auch sehr interessant. Mehr von dir. Besonders gut hat mir gefallen, dass im deutschen Segment vom ehemaligen Twitter etliche Accounts und Kontos gesperrt wurden, die Aufzeichnung dieses Gesprächs verbreiteten. Und ich musste auch lachen, als Pistorius sagte, dass Putin mit diesem Skandal eigentlich einen Informationskrieg führe und die deutsche Einheit untergraben wolle. Nun, ja, ich hoffe, Pistorius wird sich nicht von mir beleidigen lassen. Ich bin ein völlig unbedeutender Mensch, aber das ist eine Art Kindergespräch. Ein Versuch zu behaupten, dass nicht das deutsche Militär selbst in die Hose gemacht hat, sondern der böse, böse Putin, der ihnen Dreck in die Hose zugelegt hat. Nein. Das ist interessant aus deinem Mund zu hören, weil du ja wirklich auch kein Putin-Anhänger bist und ja auch deine Wahlentscheidung im Prinzip gesagt hast. Und wenn jemand wie du sich hier schon so klar äußert, dann möchte ich nicht wissen, wie es bei den Anhängern von Putin in Russland angekommen ist. Hast du so ein bisschen was in deinem Umfeld mitbekommen? Wie haben die so reagiert? Alle meine Freundinnen und Kollegen, sie waren ganz empört, würde ich sagen. Und ich würde sagen, es war ein gutes Zeichen für Russland. Ich meine, dass Russland verfolgte damals wahrscheinlich zwei Ziele. Und ich glaube, dass dies sehr geschickt gelungen ist, gleichzeitig Deutschland Schaden zuzufügen und auch mit dieser Sensation auch vom Thema Nawalnys Tod abzulenken. Russland war dazu noch nie zuvor in der Lage, ich meine, mit den Medien so zu spielen, und dass Russland auf dem Gebiet einer solche provokativen Arbeit mit den Medien der Welt einige Fortschritte gemacht hat, ist wahrscheinlich, es sieht gut aus. Ja, da kann man sagen, ihr lernt langsam Propaganda, da sind die Amerikaner ja weltweit führend. Es gab noch eine interessante Nebenerscheinung bei dem Gespräch. Bevor das eigentliche Gespräch beginnt, unterhalten sich die ersten beiden Teilnehmer darüber, dass diese Pläne vor 4-5 Monaten schon mit US-Generälen durchgesprochen worden wären, mit denen man sich jetzt auch wieder treffen will. Fand ich ganz interessant. Und dann gab es noch so eine Mutmaßung einiger, auch alternativer Kanäle, dieses Gespräch könnte an Russland gegeben worden sein, also dass es nicht abgefangen ist, sondern zum Beispiel von einem westlichen Geheimdienst, vielleicht sogar von einem Deutschen, nach Russland geschickt wurden. Wurde das bei euch diskutiert? So etwas habe ich nicht gehört. Ich habe gehört nur, dass vielleicht, ja, von Singapur haben sie nicht selbst es aufgenommen konnten, aber jemand aus Singapur gab es zu ihnen, aber keine weitere Informationen leider. Wahrscheinlich der Hotelportier. Ja, vielleicht. Alexander, soweit zu dem Gespräch, zu dem mitgeschnittenen. Wir hören uns nächste Woche wieder und dann sind wir mal ganz gespannt, wie die Wahl ausgegangen ist in Russland. Ja, ich interessiere mich darüber auch sehr. Wie viele Menschen dorthin werden kommen. Ja, und du kannst ja auf jeden Fall schon mal schauen, ob es russlandweit dann Besonderheiten gibt, ob es zum Beispiel bestimmte Regionen gibt, in denen Putin schwächer war, stärker war, in denen die Kommunisten zum Beispiel stärker waren oder zum Beispiel auch der eine recht junge Kandidat, der erst 40 Jahre alt ist. Das alles interessiert uns und ich denke, das machen wir zum Thema nächste Woche hier in der kleinen Audiodatei. Ja, gerne. Sonnabend, der 16. März 2024, die kleine Audiodatei. Zeit Online schreibt, Dänemark kündigt die Wehrpflicht für Frauen an. Die Pläne
ernten Kritik. Der Dienst soll nach den Plänen der Regierung von 4 auf 11 Monate verlängert werden und für beide Geschlechter gelten. Aber den dänischen Streitkräften fehlen Ausbilder. Regierungschefin Mette Frederiksen erklärt, man wolle volle Gleichberechtigung der Geschlechter. Ja, das denke ich auch. Warum soll das Privileg, töten zu dürfen und sich vielleicht ein Organ wegschießen lassen können, nur Männern vorbehalten sein? Ausländischen Beobachtern stellt sich natürlich die Frage, wieso Dänemark? Hat man dort ein Problem mit den Männern? Weil man umgeben ist von lauter Vollidioten, Ignoranten, Dummköpfen und feigen Hunden, ohne Mumm und Männerherz, ohne Fantasie, ohne Format, ein paar vollgefressene Fettsäcke, erbärmliche Schlappschwänze. Einseitiger die Sache in Israel. Benjamin Netanyahu billigt die Pläne für den Angriff auf Rafah. Einen weiteren Geiselvorschlag der Hamas lehnt er ab. Hier haben die Frauen vor allem die Aufgabe zu sterben. Die USA und andere Länder haben aus Sorge um die Sicherheit der Zivilbevölkerung immer wieder Bedenken gegen eine Offensive in Rafah geäußert. Nun erklärt US-Außenminister Antony Blinken, Zitat, es müsse nicht nur sichergestellt werden, dass Zivilisten in Sicherheit gebracht werden, sondern dass sie danach auch ausreichend versorgt werden. Offenbar, so berichtet die Tagesschau, gab es ein Treffen zwischen der Hamas und den Houthis. Man stimmt das Vorgehen gegen Israel ab. Die Hamas kritisiert die Ernennung des neuen Ministerpräsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde, Zitat, wir lehnen es ab, diesen Ansatz fortzusetzen, der unserem Volk und unserer nationalen Sache Schaden zugefügt hat und weiterhin zufügt. Die Hilfsorganisation Open Arms lädt erste Hilfsgüter in Gaza aus. UNICEF meldet, im nördlichen Gazastreifen sind 31% der Kinder unter 2 Jahren akut mangelernährt. Nach den Frauen sterben dort die Kinder. Wie haben wir gestern gelernt? Krieg ist scheiße. Krieg ist scheiße. Krieg ist scheiße. Soldier, soldier, don't look down. I wanna be a drill instructor. I wanna be a drill instructor. I wanna cut off all of my hair. Lernen mit Schlager Captain Jack, Soldier, Soldier und Abigail Mead und Nigel Golding aus dem Film Full Metal Jacket von Stanley Kubrick. Krieg ist scheiße. Verheiratet war dieser Regisseur übrigens mit Christiane Kubrick, geboren als Christiane Susanne Harlan. 91 Jahre ist sie alt, lebt noch. Ihr Onkel ist der Regisseur Veit Harlan. Und da kommen wir zum nächsten Thema. Give us a credit. Credit vielleicht, Taurus noch nicht. Im Bundestag hat SPD-Fraktionschef Mützenich das mögliche Einfrieren des Krieges in der Ukraine ins Gespräch gebracht. Dafür wurde er natürlich scharf kritisiert, weil gegenüber Russland gilt nur noch Krieg. Grünen-Chefin Ricarda Lang ist zu zitieren, diese Rede war ein Rückfall in die alte Russland-Politik der Sozialdemokratie. Auch Außenministerin Baerbock hatte während Mützenichs Rede auf der Regierungsbank den Kopf geschüttelt. We are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Auch dazu on stage The Daily Melnik. Der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland nennt Mützenich den widerlichsten deutschen Politiker. Der Spiegel sekundiert. Das Handelsblatt nennt Mützenich den laut gewordenen Leisetreter. Es werde schon als Schandfleck kritisiert, so der Fraktionschef in der Debatte am vergangenen Donnerstag, wenn man sich die Frage stelle, ob es nicht an der Zeit ist, dass wir nicht nur darüber reden, wie wir einen Krieg führen, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Die Tagesschau berichtet vom Verdacht auf Geheimnisverrat bei einer Taurus-Sitzung. Medien berichten unter Berufung auf den Verteidigungsausschuss. Informationen sollen an das Portal T-Online weitergegeben worden sein. Inhaltlich geht es dabei um technische Details zur Zieldatenplanung der Raketen. Generalinspektor Carsten Breuer erklärte demnach vor dem Ausschuss, dass die Verwendung des Taurus komplizierter ist als öffentlich bekannt. Dazu bräuchte man hohe und komplexe Datenmengen, die offenbar von speziellen technischen Anlagen aufbereitet werden müssen. Diese technischen Anlagen gäbe es in der Bundeswehr, aber nur in begrenztem Maße. Würden diese an die Ukraine mitgeliefert, stünden sie der Bundeswehr nicht mehr zur Verfügung und könnten also die deutsche Verteidigungsfähigkeit nachhaltig schwächen, so Brauer. Es gehe um elementare Fragen der nationalen Sicherheit. Kann nicht sein, dass man ein Waffensystem liefert, das sehr weit reicht und dann nicht darüber nachdenkt, wie die Kontrolle über das Waffensystem stattfinden kann. Und wenn man die Kontrolle haben will und das nur geht, wenn deutsche Soldaten beteiligt sind, ist das für mich ausgeschlossen. Ich, alter Mann, wuchs auf mit Reimen wie von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen, in Erinnerungen versenkt.
Wladimir Putin verspricht Bestrafung für ukrainische Angriffe auf Gebiete Russlands. Die ukrainische Sängerin Annie Lorak beantragt die russische Staatsbürgerschaft. Es berichtet RIA Novosti. Für die Ukraine sang Annie Lorak 2008 beim Eurovision Song Contest. Sie erreichte damals den zweiten Platz. Sie sang russisch, das darf sie nun nicht mehr. In der Ukraine. Das ukrainische Kulturministerium entwickelt ein Konzept zur Überwindung von Folgen der Russifizierung. Gefördert werden soll die ukrainische Sprache bis zum Jahr 2030. Na, da werden viele die Schulbank drücken müssen. Weil zumindest in meiner Erinnerung hat ukrainisch in der Ukraine niemand gesprochen. Ausgetauscht zwischen Russland und der Ukraine gefallene Armeeangehörige. Newsweek schreibt, mindestens die Hälfte der von den Vereinigten Staaten bereitgestellten Finanzhilfen kommt in Kiew nicht an. Der Westen hindert die Ukraine daran, die ihr zugewiesenen Mittel für die Produktion ihrer eigenen Waffen auszugeben und nutzt dieses Geld für eigene Interessen. Petr Pilz, ehemaliger Chef des tschechischen militärischen Nachrichtendienstes auf Radio Universum. Russland hat es geschafft, das ukrainische Militär dank seiner Industrie und Logistik zu zermalmen. Ukrainische Hacker veröffentlichen Informationen über verlorene Abrams-Panzer. Leo Rui. Der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence hat eine Unterstützung des Ex-Präsidenten Donald Trump bei der anstehenden Präsidentschaftswahl im November ausgeschlossen. Zehntausende protestierten gegen Viktor Orban in Budapest. In den Ermittlungen über mutmaßliche Umsturzpläne nach der Wahlniederlage von Bolsonaro haben mehrere ranghohe Militärs den ehemaligen brasilianischen Präsidenten schwer belastet. Barbecue ist sein Spitzname, ein Warlord. Er möchte Haiti kontrollieren, es berichtet die Tagesschau. Dankbar bin ich den deutschen Medien. Gestern regte ich an, die Wahl in Russland doch gleich Scheinwahl zu nennen. Nun endlich wird begriffen beim Spiegel. Man berichtet, EU-Ratspräsident Charles Michel gratuliert Wladimir Putin zum Erdrutschsieg bei der Scheinwahl. Und auch gleich von Störungen bei Scheinwahlen in Russland. Gestern wurde berichtet, Wahlbeobachter gibt es nicht. Dominik Reichelt von Russia Today ist derzeit in Vladivostok. Dort begleitet er die Wahlbeobachter, internationale, die es gar nicht gibt. Er hat die nicht existenten Wahlbeobachter auch fotografiert. Ich zähle 12. Ein Wahlbeobachter ist auch AfD-Politiker Ulrich Singer. Über ihn berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Er wurde interviewt. Seine Reise wäre halb privat, halb beruflich. Er besitzt in einem Vorort von Moskau eine Datscha. Er hat gute Beziehungen zu dem Land, auch ein Praktikum in Moskau gemacht. Er möchte ein Gesamtbild bekommen. Er ist dabei völlig frei, macht das auf eigene Kosten. Er geht in Supermärkte, in Läden, die Regale sind voll. Er hat auch McDonald's Russland getestet, gute Qualität. Er sieht neue Mercedes auf der Straße, er schließt daraus, die Sanktionspolitik des Westens wirkt nicht. Als Partei habe die AfD den Krieg immer klar verurteilt. Aber irgendwann muss man wieder miteinander reden. Er erinnert, wir haben auch mit den US-Amerikanern geredet, obwohl sie den Irak angegriffen haben. Er wäre russlandfreundlich, amerikafreundlich, menschenfreundlich. Sein Wunsch, das Sterben muss aufhören auf beiden Seiten. Auch, man muss realistisch sein, Russland wird diesen Krieg nicht verlieren. Und zu Taurus, wenn man mit den Menschen spricht, dann ist klar, die Lieferung von Taurus wäre die rote Linie. Ich berichtete gestern Mecklenburg-Vorpommern, die Verbreitung eines Schlumpfvideos der AfD durch eine Schülerin führte dazu, dass die Polizei in die Schule geholt wurde. Das Kind wurde zur Gefährderansprache geführt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert nun Gesinnungsschnüffelei. Sie schreibt im Artikel, hoffentlich ist die Überreaktion in einer Schule in Vorpommern nur ein fragwürdiger Fall aus einer anderen Welt. Hoffentlich ist sie nicht Folge einer Hysterie der Gesinnungsschnüffelei, die leider auch Politik und Behörden erfasst hat. Gesinnungsschnüffelei treibt auch mich an und ich fand gestern Rechtsextremstes beim Mitteldeutschen Rundfunk. Es ging um die Gesundheit. Zu Wort kam Claudia Luk-Sikorski, die Präsidentin der SRH Gesundheitshochschule. Es ging um übergewichtige Männer und Frauen, meine lieben Übergewichtigen und Übergewichtigen da. Bei Männern toleriert man so das Wohlstandsbäuchlein. Eher übergewichtige Männer werden vielleicht auch als mächtig und stabil wahrgenommen, während die übergewichtige Frau abgewertet wird und eher davon ausgegangen wird, dass mit ihrem Körper etwas nicht stimmt. In rechtsextremster Weise wird hier nahegelegt, es gebe nur zwei Geschlechter. Alleine ich habe heute 5. Aufgefallen ist mir aber auch Steffen Quasebart. Moderator in den 90er Jahren war ja der sympathischste, etwas dicklich. Wir sind uns ab und an auch begegnet in der Thüringer Medien-Wix-Szene. Wenn Sie mich fragen, ist aus ihm
ein lächerlich eitler Gockel geworden. Vor wenigen Minuten ist sie untergegangen, die Sonne, aber gleich geht sie nochmal auf im Wetter. Über den Moderator auf der MDR-Webseite. Als Kind wollten sie sein wie Captain Future. Welche Eigenschaft mögen sie nicht an sich selbst? Tut mir leid, da gibt's nichts. Ich bin mit mir im Reinen. Ja, so klingt er. Oh, ein tolles Angebot in diesem super billigen neuen Online-Shop. Für weitere Informationen bitte hier klicken. Klick. Und da wird vorgestellt ein Rentner, Wolfgang Baschkiewicz. Oh, ich hab den Originalton. Da will ich mal klicken. Klick. Ich versuche immer wieder auf die neuen Maschen nicht reinzufallen, aber man sieht sie immer wieder, das ist leicht gesagt. Wäre er in Russland zur Scheinwahl zugelassen, hätte ich für den Rentner eine Scheinempfehlung. Wir wenden uns nun Nikolai Charitonow, dem Kandidaten der Kommunistischen Partei. Der Hauptslogan seines Wahlprogramms lautet: Wir haben mit dem Kapitalismus gespielt und das reicht. So, mir reicht es jetzt auch. Marcello, herzlichen Dank. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende, Marcel. Danke, Hardy. Danke, Ramon Schack. Wetter! Viele Wolken, Regen, es wird kühler, Nachtfröste, dann wieder etwas aufgelockerter, aber wechselhaft bleibt es. Macher Alternative Music.